Es wird gesagt, dass der Bruder von Muhammad ibn Abdul Wahhab ihn als Horn des Teufels bezeichnet hat, gemäß dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie kann man darauf antworten? Also, wenn jetzt die Frage lautet, wenn sein Bruder ihn sogar als Horn des Teufels bezeichnet, dann muss es doch stimmen. Das ist, denke ich mal, sehr weit hergeholt. Also, ich weiß nicht, wer von euch Geschwister hat und ob ihr in der Familie alle gläubig seid. Tamam, inshallah ta'ala, bi'idhnillah. Aber es gibt Menschen in der Familie, da ist der eine Muslim geworden, der andere keine Muslime. Der eine ist religiös, der andere ist nicht religiös. Der eine ist von Ahl Sunnah al-Jama'a, der andere gehört einer Sekte an. Tamam. Das wäre ja, yani, vergesst die Namen und diese Bezeichnungen. Also wichtig ist ja, wenn du jemanden kritisierst, vielleicht sind ja auch nicht alle einverstanden mit dem, was hier in diesem Buch geschrieben ist. Okay? Was ich mitbekommen habe, ist eben, dass es aus seiner eigenen Familie tatsächlich Leute gab, die auf einem anderen Zug gesprungen sind. Und ist ja keine Wissenschaft hier. Jeder Muslim kann leben und sterben, ohne Sheikh Muhammad Abdul Wahhab jedes Mal kennengelernt zu haben. Das ist kein Problem. Okay? Braucht gar keine Pflicht, keine Säule des Islam und gar nichts. Ja? Nur wenn du anfängst, über ihn zu lügen, dann fühle ich mich ein bisschen verpflichtet, meinen Bruder zu verteidigen im Islam. Weil ich habe einmal mit jemandem eine Diskussion darüber geführt. Was heißt Diskussion geführt? Also der hat angefangen, den zu beleidigen. Okay? Und dann habe ich gefragt, ja, hast du sein Buch gelesen? Sagt er, nee. Sag ich, ja, und wie redest du darüber? Er sagt, ich brauche nicht sein Buch lesen. Es reicht mir, wenn ich Bücher lese, die über ihn geschrieben haben. Ja? Okay, wenn sie vertrauenswürdig sind, ja, aber wenn sie nicht vertrauenswürdig sind, ja, ein Wissenschaftler heutzutage, stell dir vor, du schreibst eine wissenschaftliche Arbeit, Doktorarbeit, und du kehrst nicht zu der Quelle zurück, obwohl die Quelle da ist. Ja, du sagst mir zum Beispiel, dieser Hadith ist bei At-Targhib wa-Tarhib von Al-Mundhiri. Und der Hadith gleich bei Bukhari, aber du schreibst die Quelle von Munziri, schreibst du die Quelle von Bukhari. Das ist eben, das macht man nicht. Okay. Es soll ja auch unehrliche Menschen geben, ja. Und es soll auch Fehler beim Übertragen geben. Du musst zur Quelle zurückkehren. Teilweise wird dir sogar übel genommen, wenn du nicht zum Manuskript zurückkehrst. Zur Handschrift von diesem Sachen sogar zurückkehren. Ja? Naja.